Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer ganz besonderen Folge. Ich freue mich riesig, dass ich die Möglichkeit habe, ein Interview zu führen mit Fanny Breuning. Das ist die Regisseurin und Filmemacherin von dem Film Immer und Ewig, einem Film über ein Liebespaar, das ja der MS-Erkrankung der Mutter trotzt und einen Bus umgebaut hat und mit dem Bus durch Europa fährt. Ein wunderschöner Film über Liebe, übers Reisen, und der wird in einem Kino-Event deutschlandweit am 23.10.2019, also dieses Jahr, gezeigt. Die Infos findet ihr auch auf meinem Blog und hier in den Infos zum Podcast unten in den Shownotes drinne. Und ja, ich wurde eingeladen, ein Interview zu führen mit der Regisseurin. Ich freue mich riesig über die Möglichkeit. Hallo Fanny und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, gerne, und danke für die Einladung. Ich habe gerade gesagt, das ist ein Film über ein Liebespaar und auch über ein Paar, wo die Partnerin deine Mutter MS hat. Ich würde trotzdem sagen, so auf mich wirkte es nicht wie ein MS-Film oder wie ein Film über Krankheit. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, da bin ich froh, wenn du das so siehst. Das war mir irgendwie wichtig, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht so viel, aber ein paar Filme gesehen, die irgendwie mit Krankheit zu tun haben, MS oder auch andere Sachen. Und da war mir oft zu viel aufs Kranksein konzentriert. Und mir war irgendwie wichtig, erstmal einen Film zu machen, auch über, also nicht über das Kranksein, auch wenn das natürlich auch thematisiert ist, aber sondern über das Leben und das Leben damit. Mhm. Und eben auch über die Beziehung, weil es ja eigentlich so eine Krankheit auch nicht nur einen Menschen betrifft, sondern das Umfeld und jetzt im Alltag meiner Eltern natürlich die beiden zusammen als Paar, und mich hat das interessiert. Genau, also daher bin ich sehr froh, wenn du das auch so wahrgenommen hast. Du hast gerade schon gesagt, ein Film über deine Eltern. Das ist nämlich die Besonderheit. Die beiden Personen in dem Film sind die Eltern von dir. Und mich würde interessieren, wann denn das erste Mal so der Gedanke in dir wuchs, einen Film über diese besondere Beziehung zu drehen? Ich würde sagen, etwa vor 7 Jahren. Wobei ich noch ergänzen muss, dass ich vor mittlerweile 20 Jahren an der Filmhochschule schon mal einen Kurzfilm gemacht habe über meine Mutter. Also ich habe in Berlin studiert, an der Filmhochschule, Ende 90er Jahre bis Anfang 2000, und hatte da so einen 25-minütigen Film über meine Mutter gemacht. Kurz nachdem sie war ein Jahr lang in einer Klinik und in einer Reha-Klinik, nach einem Koma, in das sie gefallen war, das eigentlich zusätzlich zu MS ihr passiert ist. Das hat mich nämlich auch interessiert, weil dieses Koma ist ja, also ob das von der MS kam, das wäre auch eine spätere Frage gewesen. Ja, vielleicht zufriedener ausgeholt. Das hat eigentlich nichts mit MS zu tun. Die Ärzte haben gesagt, sie ist halt einfach schwächer als jemand Gesundes, aber das könnte uns allen auch passieren, Gesunden von einem Bienenstich oder so. Und dann war sie eine Woche im Koma und es war nicht klar, ob sie das überlebt. Und als sie aufgewacht ist, war sie komplett gelähmt vom Hals an abwärts. Und man hat da, also die Ärzte haben auch gesagt, da hat sich eine zusätzliche Nervenerkrankung wie draufgelegt, und so ganz weiß man nicht mehr, was jetzt verursacht hat. Genau, und in dieser Zeit, wo sie dann wieder schlucken gelernt hat, wieder sprechen gelernt hat, war sie ein Jahr in der Klinik, und in dieser Zeit habe ich so einen Kurzfilm eben über sie gemacht und dachte dann, dass das jetzt beruflich zumindest das Thema abgeschlossen ist. Und vor so 7 Jahren oder so kam die Idee, dass das vielleicht doch nochmal interessant sein könnte, einen Film zu machen, aber über sie beide und über das über das Leben heute und natürlich vor allem fokussiert auf das Reisen in diesem Bus. Ja, es sind ja auch ganz viele Bilder aus dem Kurzfilm im Film mit drinnen, ne? Das, also viele alte Videosequenzen, viele wunderschöne alte Fotos, wie ich finde. Also das war so toll, deine Eltern als junge, ganz junge Leute zu sehen. Wie haben Sie denn die Idee aufgenommen, dass du einen längeren Dokumentarfilm über ihre Beziehung drehen möchtest? Ich würde sagen, die waren eigentlich sehr, haben sehr spontan Ja gesagt. Also ich musste sie groß überzeugen oder so. Und das hat vielleicht schon auch damit zu tun, dass sie
denke ich mal, dass es diesen Kurzfilm schon gab und dass die Hürde jetzt nicht so riesig war oder es war jetzt nicht so eine verrückte neue Geschichte, sondern sie hatten das ja schon mal gemacht. Mein Vater kam da kurz einfach vor. In diesem Kurzfilm, der lief auch vereinzelt im Kino und im Schweizer Fernsehen und es war dann, glaube ich, schon so ein bisschen normal für sie. Und und dann denke ich eben auch, dass sie von ihren eigenen Berufen her das auch nicht so fremd empfanden, weil meine Mutter war Grafikerin, mein Vater Fotograf, also es ist eben beide Künstler auf jeden Fall, ne? Ja, und irgendwie so ein nicht so fremdes Medium und drum war das, glaube ich, ihnen jetzt gar nicht so fremd. Und aber sie haben natürlich auch ja gesagt, weil ich als Tochter sie gefragt habe und nicht jemand fremd. Mhm. Genau. Mich würde noch interessieren, ich habe ja gerade schon gesagt, dass so viele alte Fotos auch gezeigt werden und auf manchen Fotos sieht man deine Mutter schon mit euch, also dir und deiner Schwester als kleine Kinder. War denn damals für euch die Krankheit von deiner Mutter präsent? Also wusstet ihr, Mama ist krank und wie und wann wurdet ihr da eingeweiht oder war das eigentlich ganz normal? Mama ist halt so, wie sie ist. Ja, ich denke schon. Also ich war ja 2, als sie die Diagnose bekommen hat. Das heißt, ich kann mich auch nicht erinnern an eine Zeit davor. Meine frühesten Erinnerungen an meine Mutter sind so, dass sie so einen Gehstock hatte. Wenn sie auf der Straße unterwegs war, zu Hause am Anfang noch nicht. Und ich würde schon sagen, für mich, also ich kenne halt nichts anderes. Das war sehr normal für mich. Und so als ich so 12 war, kam sie so langsam in den Rollstuhl, erst auch nur draußen und dann später auch in der Wohnung. Und es ist so eine Mischung. Es war einerseits total normal und andererseits hat es mich natürlich auch manchmal verängstigt oder so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Dauergefühl war. Aber also ich weiß, dass ich mich halt oft dann irgendwie Sorgen gemacht habe, ob das schlimmer wird oder so. Aber war jetzt nicht so, dass meine Mutter, was ich nie mitbekommen habe, war jetzt so ein sich selber bemitleiden oder eine Panikmache oder so, das könnte alles ganz schlimm werden. Das wurde schon sehr normal irgendwie genommen. Und es gab ja auch diese Reisen immer schon. Die ich sehr geliebt habe als Kind und wo man dann auch, also ich kann mich auch da erinnern, dass man da schon so dem ein Schnippchen der Krankheit so ein, wie sagt man, Schnippchen geschlagen hat, also dass wir so einen Campingplatz so gefunden haben, so einen privaten, wo man in Griechenland immer auf dem Strand stehen durfte, obwohl es eigentlich verboten war in Griechenland, so nah am Meer zu sein und dann hat irgendwie mit Hilfe eines griechischen Bekannten mein Vater dann immer da trotzdem auf dem Kies ganz vorne stehen dürfen und dann hieß es immer, weil du Problem mit Frau. War dann so ein Dauerwitz oder so. Also, da war schon auch immer so ein gewisser Humor da. Das hat mein Vater dann natürlich oft benutzt, so weil du Problem mit Frau, wenn sie irgendwie eine Diskussion oder so hatten. Aber also es gab, ich würde sagen, es war normal und gleichzeitig war es natürlich auch nicht nur einfach. Schon eine Herausforderung. Ne? Ja. Aber ich finde, das wird auch im Film so mit Humor genommen, dass er sagt, naja, klar, können wir uns ein bisschen mehr leisten. Ja, dass dann quasi auch so dieser Bonus ausgenutzt wird. Also das fand ich unglaublich charmant und humorvoll von deinem Vater, dass er da einfach so mit umgegangen hat, weil es stimmt ja, also es ist ja sowieso so, wie es ist, dann kann man auch quasi die Sachen ausnutzen, die man dann durch die Erkrankung deiner Mutter halt machen kann, sowas wie direkt am Meer parken irgendwie, das fand ich total charmant. Er lässt sich da halt auch nicht irgendwie beeindrucken, wenn jemand sagt, als erstes sagt, nee, das geht nicht. Ja, das hat man gemerkt. War früher schon so.
Finde ich ganz toll, ehrlich gesagt. Also das macht ja schon auch deutlich, wie viel mit MS geht. Ich finde immer so dieses trotz MS relativ schwierig. Das ist gar nicht so ein Begriff, den ich so gerne benutze, trotz MS, weil ich denke, es ist halt mit MS. Also es wird halt mit der MS umgegangen und es ist ja nicht so ein ständiges Trotzen. Ich glaube, wenn man in so einem ewigen Trotz mit der Krankheit lebt, dann ist es eigentlich relativ ungesund, sage ich mal. Ja. Also ich finde schon, dass man eher sich damit arrangiert, ne, ja, und damit lebt, als dagegen. Ja. Das denke ich schon, dass sie das so machen. Ja. Es gibt in dem Film wahnsinnig viele ergreifende und ganz, ganz liebevolle Szenen, wo die beiden wirklich teilweise wie so ein junges, verknalltes Paar wirken und total süß miteinander sind und einfach einen sehr, sehr innigen Umgang miteinander haben. Und es gibt auch eine Szene, die fand ich total toll, wo du deiner Mutter erzählst, als Kind, wie du mitbekommen hast, dass die beiden sich gestritten haben und wie die Türen geknallt wurden und da richtig, richtig das Feuer quasi war zwischen den beiden. Und ich fand es so toll, weil deine Mutter sagt, sie findet es super, dass die sich damals so gefetzt haben. Und ich musste dann an eine andere Szene im Film denken, wo dein Vater deine Mutter frisiert, ja, und die beiden, und man halt merkt, deine Mutter ist ihm irgendwo ja auch ausgeliefert, sie ist auf ihn angewiesen, ja, dass er ihr die Haare so macht, wie sie das will, weil sie kann das nicht. Und da stellte sich mir so ein bisschen die Frage, ob sie vielleicht diese Streitereien auch toll fand, weil das so eine Gleichberechtigung auch beinhaltet, wenn man sich so richtig fetzen kann. Glaubst du denn, dass so eine Gleichberechtigung in der Beziehung noch möglich ist, wenn eine Person im Rollstuhl sitzt und behindert ist? Mir gefallen diese beiden Szenen aus dem gleichen Grund auch sehr, sehr gerne. Und ich denke, dass man ja ganz schnell, also jetzt gerade als Nicht-Betroffene, ne, so Berührungsängste haben und dann Menschen mit Behinderung so nur mit Samthandschuhen anfassen oder so bemitleidend. Mhm. Und das tut mein Vater ja überhaupt nicht. Und ich finde, in dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, mit dem, wir sagen dir immer, der Frisurenstreit, ja, fand ich das eben auch so toll, weil man sieht, dass meine Mutter eben nicht einfach ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine schwaches Opfer ist oder sich in so eine Rolle begibt, wo sie irgendwie sagt, ja, ich bin halt behindert, es ist ja egal oder so, sondern sie ist zwar gelähmt vom Hals an abwärts, aber sie ist total stark in dieser Szene, finde ich. Also ja, ich finde, sie ist auf dieser Szene auch irgendwie auf Augenhöhe und das ist nicht ein ungleiches Paar, sondern irgendwie, sie kann zwar nichts machen, körperlich, aber sie hat, finde ich schon auch teilweise, kann sich halt total durchsetzen. Ja. Sie tritt total ein für das, was ihr wichtig ist. Und man sieht aber auch, dass ihn das irgendwie nervt. Und das finde ich auch total gut, weil das irgendwie auch total verständlich ist, finde ich. Weil, also es ist schon ein Paar, wo beide gesund sind, zankt sich ja manchmal an. Und bei ihnen ist diese Abhängigkeit natürlich, die meine Mutter einfach hat, ist ja enorm. Und dass das manchmal für beide auch nervig ist, ist ja irgendwie auch logisch. Aber, ja, klar. Aber mir hat es so gefallen in dieser Szene, dass ich das Gefühl habe, man kann irgendwie mit beiden mitfühlen und es gibt nicht so eine künstliche Schonhaltung jetzt. Stimmt, das ist ganz interessant, weil man kann in dieser Szene quasi keine Partei ergreifen. Man versteht halt einfach beide so komplett. Also die ist halt so unglaublich nah dran, diese Szene. Ich fand das wirklich sehr, eine sehr, sehr interessante Szene, was das auch mit mir als Zuschauerin gemacht hat. Mhm. Und ich habe diese andere Szene, die du beschreibst, verstehe ich auch so. Also ich kann mich erinnern beim Drehen, dass ich musste da so laut lachen, weil ich das eigentlich so absurd fand. Weil ich erzähle ja da, dass ich Angst hatte als Kind, dass sie sich scheiden lassen, weil das war heftig, diese Streitereien und dass die Türen eben geknallt sind und so. Und sie sagt, sie kann sich da überhaupt nicht dran erinnern, was mir ehrlich gesagt schwerfällt zu glauben. Mhm. Und dann am Schluss, wo ich sage, ja, nee, das war sehr laut und die Türen haben geknallt, sagt sie ja ehrlich, das ist toll.
Ja, genau. Und das finde ich einerseits total absurd und gleichzeitig dachte ich dann auch gleich, ja, natürlich, das ist irgendwie so wild und lebendig und das gefällt ja. mir, weil sie denkt, ja, wir waren ein ganz normales Paar. Ja, und das geht ja auch so verloren, wenn man nicht mehr irgendwie im vollen Sitz seiner Kräfte ist, ne? Ja, genau. Und Leben ist eben auch das. Es ja. ist irgendwie nur alles rosarot, sondern eben Energie und Streit und Türen knallen und sich selber behaupten gegen jemand anders. Und ein Teil davon ist eben wohl noch möglich. So. Ich hatte online ein Video von dir gefunden, in dem du sagst, dass es in dem Film auch um einen Ring um Würde geht. Und ich fand das auch in Bezug auf diese Streitszenen ganz interessant. Und auch wissend, dass deine Mutter in einer Szene sagt, sie ist eitel. Mhm. Ganz interessant die Frage, wie du Würde in Verbindung mit Behinderung siehst. Also was ist Würde und wie bewahrt man sich seine Würde in so einer Situation? Oder wie bewahrt auch der Partner die Würde der Partnerin in der Situation? Also für mich ist es jetzt auch als Filmemacherin so, dass ich das Gefühl habe, also jetzt auch in meinem letzten Film, der ein ganz anderes Thema hatte, hat mich das interessiert, wie bewahren Menschen ihre Würde oder kämpfen Ring um Würde, wenn von außen eine Situation kommt, die schwierig ist. Und für mich hat das sehr viel auch damit zu tun, mit wie man schon darauf guckt. Also schaue ich diesen Menschen, den ich da filme, egal ob es jetzt meine Mutter ist oder jemand anderen, an wie einen Menschen oder schaue ich den an wie ein Opfer seiner Umstände? Und das ist das, was ich am Anfang schon ein bisschen gesagt habe. Für mich ist oft, wenn man jetzt zum Beispiel nur auf das Kranksein guckt, dann finde ich das nicht würdevoll, weil ein Mensch, das Menschsein ja viel, viel umfänglicher ist, als jetzt die Person einfach über das Kranksein zu definieren. Ja. Ich glaube, dass auch wenn meine Mutter jetzt eben gelähmt ist vom Hals an abwärts, definiert das ja nicht ihr ganzes Sein. Nee, ganz gar nicht. Sehr ein und es prägt sie extrem, aber mich hat irgendwie interessiert, was sie als Mensch ausmacht und was sie am Leben hält und was wie sie diesen Herausforderungen, die ihr da begegnen, meine Eltern oder mein Vater mag zum Beispiel das Wort Schicksal überhaupt nicht. Er findet das zu heftig oder ja, für das, also wenn man sagt, sie hätten ein schweres Schicksal, das mag er gar nicht, sieht er nicht. Ja. Aber ich sage jetzt mal diesen Herausforderungen, die ja ohne Zweifel da sind, zu begegnen und die Menschen dabei eben auch ernst zu nehmen, die man da filmt. Also ja. Ich finde so ein oben herab zum Beispiel stört mich oft, denn eben wenn man die Leute einfach als Opfer anguckt, dann finde ich, ist das nicht mehr auf Augenhöhe. Obwohl es ja auch manchmal, habe ich so das Gefühl, von den Medien auch gewollt ist. Ne? Also die wollen ja die sage ich mal, ganz schlimmen Schicksal. Ich habe so das Gefühl, dass Menschen, die konstruktiv in welcher Art und Weise auch immer mit einer Krankheit umgehen oder mit einer Einschränkung umgehen, gar nicht so gewollt sind. Also oft wollen die ja die absolute Tränendrüse und den absoluten Abfall. Also das ist also Abfall im Sinne von, dass es runtergeht. Ne? Das ist mir total oft schon begegnet. Oder? So ein dran Laben an ja. Finde ich furchtbar. Und so ein Betroffenheitsjournalismus irgendwie. Ja, wo ich aber das Gefühl habe, gleichzeitig ist es eben nicht ehrlich, weil gleichzeitig interessieren die sich nämlich nicht für die Leute vor der Kamera. So, sondern nur für eine. Ja, das sind dann so Schablonen, die sie irgendwie benutzen können, um irgendwie so ein vorgefertigtes Bild abzuspulen oder so. Und ich glaube. Um so Klischees zu bedienen halt einfach, genau, ne? Genau. Mhm. Eine große Besonderheit ist ja auch sicherlich, ich meine, es sind deine Eltern, du bist deren Tochter und du warst ja als Regisseurin unglaublich nah an den beiden dran. Die Frage wird dir sicherlich oft gestellt, aber sie ist natürlich tatsächlich auch sehr interessant, wie das für dich als Tochter und als Filmemacherin war, in so einer Situation zu sein und Leute zu begleiten, die dir so unglaublich nah sind. Ja, das ist tatsächlich ein sehr anderes Arbeiten, finde ich, also nicht in weiten Strecken als bei einem anderen Film. Und das habe ich vielleicht ein bisschen, nicht, ob ich unterschätzt sagen kann, aber ich
Doch, ich habe, glaube ich, tatsächlich unterschätzt, wie sehr das anders ist. Also es gibt natürlich Sachen, professionelle Fragen oder so, die ganz gleich bleiben. Aber was halt sehr besonders ist, ist diese dauernde Doppelrolle, in der man steckt. Und die, ich glaube, das wissen wir alle, wie schnell man bei den eigenen Eltern in der Kinderrolle kommt. Also, oder wie man immer das Kind seiner Eltern bleibt, auch wenn man längst erwachsen ist. Und normalerweise, wenn man Regie macht, ist man in einer sehr anderen Rolle. Der erwachsenen, professionellen Rolle, sag ich jetzt mal. Und wenn man aber mit den Eltern zusammen ist, so nah, dann gibt's eben daneben auch diese andere Tochterrolle, die immer präsent bleibt. Und das heißt, also die sind dann einfach beide präsent, diese beiden Rollen. Und das macht's irgendwie sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit zwischen diesen Rollen hier hin und her switcht und die auch noch, manchmal muss man ja kurz auch überprüfen, wer denkt jetzt gerade was in mir. Die beiden Personen in einem, die sind auch nicht immer gleicher Meinung. Also es gab diese Momente, wo ich als Tochter etwas gedacht oder empfunden habe und die Regisseurin in mir hat was ganz anderes gedacht. Also ganz kleines Beispiel ist jetzt diese Szene, über die wir schon gesprochen haben mit dem Frisurenstreit, wo die Tochter in mir ehrlich gesagt am liebsten einfach davongelaufen wäre. Klar. Macht doch euren Zeug, macht es doch unter euch aus, ich will damit nichts zu tun haben. Und gleichzeitig möchte die Tochter ja aber auch dann der armen Mutter beistehen, die sich nicht wehren kann oder dann denken, oh, aber jetzt vielleicht doch dem Vater und all das ist irgendwie ehrlich gesagt eher unangenehm. Ja. Und die Regisseurin hat aber vom ersten Moment an gleichzeitig gedacht, das ist super, endlich ein Konflikt. Das glaubt der Mensch, wenn da nur ein Konflikt sichtbar ist. Und nicht nur das, sondern die Regisseurin in mir hat auch gedacht, wie toll diese beiden Menschen da vor der Kamera, die meine Eltern sind, aber auch ganz spannende Protagonisten, haben hier ein wunderbares Ringen um Autonomie, um Gleichberechtigung, um eigene Bedürfnisse und um die Frage, nehme ich jetzt Rücksicht auf meinen Partner oder nicht? Und das war super schön, aber die Tochter in mir fand das einfach unangenehm. Und das war viel anstrengender als das sonst ist, aber auch total schön und spannend, weil es erlaubt eben die Eltern auch in einem anderen Licht zu sehen, was man nur als Tochter eben nicht könnte. Also es war einfach beides, aber es war ein anderes. Bei einem anderen Film muss man ja sehr viel Zeit damit verbringen, die Figuren, die Protagonisten zu finden und besser kennenzulernen und sich denen anzunähern. Und hier ging es eher um so ein Rückwärts-Recherchieren und eine Position zu finden aus einer gewissen Distanz heraus, mit der man schauen konnte. Glaubst du, dass auch deine Eltern dich als Tochter nochmal anders kennengelernt haben oder dich als erwachsene Person nochmal anders kennengelernt haben durch dieses Projekt? Also hat das auch in die andere Richtung funktioniert? Müsste man jetzt wahrscheinlich sie fragen. Ich denke schon, dass sie ja vielleicht wie bewusster geworden sind, dass ich, also wo ich gucke oder was mich interessiert, was jetzt für sie vielleicht gar nicht so relevant ist oder wo sie vielleicht nicht selber hinterfragen oder so. Und zu merken, da ist eine erwachsene Tochter mit ihrem eigenen Blick. Ich denke schon, dass sie das einerseits beim Drehen und dann auch beim fertigen Film nochmal so gemerkt haben oder. Es ist ja auch total interessant, überhaupt selber so lange begleitet zu werden und sich dann auf der Leinwand zu sehen. Also es ist ja, man kriegt ja nochmal auch als Paar einen ganz anderen Blick auf sich, ob jetzt die Tochter oder jemand anderes den Film gemacht hat. Also das muss ja sicherlich auch nochmal sehr, sehr interessant gewesen sein für die beiden, so deren eigenen Dynamiken auf der Leinwand zu sehen. Also ich glaube auch, dass sie immer da noch in so einem Prozess sind und dann plötzlich manchmal noch was Neues entdecken oder auch später noch. Und das auch schon auch manchmal ein bisschen überwältigend ist für sie. Oder also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jetzt an ihrer Stelle wäre, so diesen Außenblick auf das eigene Leben zu sehen. Absolut. Aber ich glaube, meine Mutter ist schon auch ganz stolz darauf. Also die waren mehrmals an Filmvorführungen, sind sie angereist, auch mit dem Bus und hat sie sich sehr gefreut.
Wie sehr glaubst du denn, dass deine Mutter diese Reisen genießt auch? Weil sie äußert sich ja auch einmal so ein bisschen kritisch und meinte, naja, das ist schon auch einsam für sie, weil sie nicht immer mitkommen kann, wenn Niki so seine Fotorunden dreht. Da stellte sich mir dann schon die Frage, wie viel macht dein Vater es für sich und wie viel macht er diese Reisen für deine Mutter? Ja, so 100%, genau beantworten kann ich das auch nicht. Das ist ja so ein bisschen gegen Ende der Reise, wo sie das sagt, also dass sie sich auch freut auf zu Hause, und das ist, glaube ich, bei jeder Reise, die sie macht, ein bisschen so. Und dann freut sie sich aber auch, wenn sie wieder fahren. Ich glaube, bei ihr ist das ein bisschen ambivalenter als einfach bei ihm. Also ich glaube, er braucht es absolut wirklich als Lebenselixier und am liebsten viel länger noch. Und sie braucht es auch, aber ich glaube, dass sie einfach mehr, also diese Abhängigkeit, die sie ja grundsätzlich von anderen Menschen hat, verteilt sich ja auf der Reise nur auf ihn. Und ja. Zu Hause hat sie quasi mehr Eigenes noch, weil sie unter der Woche mehrere Stunden am Tag diese Krankenschwestern hat, die da sind, oder und auch zu Therapien einfach, ne? Genau, und da hat sie ihre eigenen Begegnungen und ihre, ja, auch Privatsphäre ein Stück weit vielleicht, oder Sachen, die sie nur immer von ihm dann braucht. Und das verstehe ich gut, dass das für sie eben auch etwas Schönes ist, worauf sie sich dann wieder freut. Aber oft sagt sie dann auf dem Heimweg auch schon, gell, wir fahren dann schon wieder weg. Aber ich fand das sehr interessant auch, weil mein Vater erzählt oft, und das nervt ihn auch, dass ihm unterwegs, dann wenn sie auf Reisen sind, Leute immer wieder sagen, oh, das ist aber toll, was sie machen für ihre Frau. Und dann, das stört ihn, weil er immer sagt, er macht das doch nicht für seine Frau, er macht das für sie gemeinsam. Ja. Und das, denke ich, ist eben auch so ein Denken, was ich vorher schon gemeint habe. Oder so ein Denken, ja, sie ist die Behinderte, also ist er der Nette, der ihr was gibt. Mhm. Und so schwarz-weiß ist das eben nicht. Und es gibt eine Szene im Film gegen Schluss, da wo sie eben auch sagt, sie freut sich auf zu Hause, wo sie so ein bisschen genervt ist, weil er draußen die ganze Zeit fotografiert. Und sie halt wartet, aber irgendwann fragt er auch, was macht er da? Und ich sage, er fotografiert. Und dann, oder sie sagt, wenigstens fotografiert der Papi, dann geht es ihm nicht so schlecht. Mhm. Finde ich total toll, weil ich denke, an der Stelle merkt man so, dass, ja, das ist eben, sie kann auch was für ihn machen. Also in dem Moment jetzt, ich würde das nicht absolut auf die ganze Reise sagen, aber in dem Moment da macht er es wahrscheinlich gerade mehr für sich als für sie. Und sie sieht, dass das für ihn wichtig ist und kann das ihm quasi auch geben. Oder also freut sich darüber, dass er es jetzt gerade gut hat. Und das macht sie, finde ich, eben auch zu einer Partnerin auf Augenhöhe in dem Moment. Das ist halt so schwierig, sich, glaube ich, auch diese Individualität und irgendeine Art von Unabhängigkeit voneinander zu bewahren in all der Abhängigkeit, die ja besteht. Und du hast total recht, in der Szene wird es schon deutlich, dass sie auch beide um eine Individualität und um eine eigene Persönlichkeit in dieser Beziehung kämpfen, auch nach so vielen Jahren noch, und auch obwohl da so viele Hürden im Weg eigentlich liegen, ne? Und das gefällt mir, glaube ich, auch deshalb so gut, weil ich denke, das hat ja jedes Paar. Also da muss es keine Krankheit geben, damit man dieses Ringen hat. Nur in dieser großen Abhängigkeit ist das einfach noch alles viel extremer. Ich finde es auch so interessant, dass du stellst deinem Vater relativ oft zu fragen, was wäre wenn, oder hast du dir nie überlegt, was wäre, wenn Mama gesund wäre? Und seine Antwort darauf ist, ja, ich weiß es doch nicht, Fanny. Ich weiß es doch nicht, was dann gewesen wäre. Und ich finde, das ist eine Einstellung, von der können eigentlich alle Menschen wahnsinnig viel lernen. Also gerade auch doch im Hinblick auf MS, finde ich, an der Stelle, weil MS ja so unvorhersehbar ist. Also keiner weiß ja, wie es weitergeht. Sowieso nie im Leben. Das ist irgendwie auch das Interessante. Also ob man jetzt MS hat oder nicht, davor wusste man ja auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber das finde ich eine ganz, ganz starke Message, die in diesem Film ja auch immer wieder auftaucht. Glaubst du, deine Mutter denkt auch so, weil du fragst sie das, soweit ich mich erinnere, ja nicht.
wie das für sie gewesen wäre, wenn sie jetzt nicht krank gewesen wäre. Ich glaube auch, dass sie sich das nicht fragt. Also das also sie sagt dann oft, wenn ich sagte, ah, das ist so lange her oder das ist kein Thema mehr oder so. Nee, ich glaube nicht. Also was es manchmal gibt, ist eben, dass sie mal was betrauert. Ja. Dass etwas, sie würde gerne etwas tun, sagt im Film mal an einer Stelle natürlich. Aber dieses was wäre, wenn oder so, ich glaube, das machen sie beide nicht. Es ist ja auch komplett destruktiv. Also es bringt halt auch einfach, es bringt ja gar nichts. Ne? Also ja, entweder man malt total schwarz oder man irgendwie macht sich selber nur traurig, weil man es halt nicht mehr kann. Ja. Das war, also mir gefällt das auch ganz gut, dass ich, also ich habe aber diese Fragen schon gehabt, ne, auch als Kind so, also weil ich meine Mutter nicht kenne von vorher. Wäre sie dann gewesen oder so. Und mir gefällt es aber auch ganz gut, dass er das eben gar nicht so beantworten mag, weil das nicht seine Frage ist. Ja, letztendlich macht man sich ja da auch total von was frei, weil man diese Fragen nicht stellt. Also das ist, glaube ich, ein wahnsinnig etwas wahnsinnig Großes, was man erreichen kann, sich diese Fragen irgendwann nicht mehr zu stellen, sondern zu sagen, es geht doch eigentlich darum, wie es jetzt ist und wie man das, was jetzt ist, am schönsten machen kann. Ja, genau. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Message aus dem Film. Ich wollte noch so ein bisschen in die, sag ich mal, technische Richtung gehen. Und mich hat interessiert, wie denn eigentlich so die logistischen Herausforderungen waren. Also du hast ja ihr wart in Griechenland, wart ihr auf Sizilien? Irgendwo ist doch dann der Ätna. Genau, okay, auf Sizilien wart ihr auch. In Albanien. Die Landschaftsaufnahmen sind übrigens, muss ich auch ganz kurz mal einstreuen, finde ich so wunderschön. Also das ist auch einfach so ein toller Reisefilm. Deswegen auf jeden Fall im Kino angucken, kann ich nur empfehlen. Das ist einfach überwältigend schöner Europa-Film irgendwie auch geworden. Also echt, echt toll. Wie waren denn so die logistischen Herausforderungen? Jetzt gar nicht nur, sag ich mal, für deine Eltern selbst, sondern auch für euch als Filmteam, die zu begleiten. Ja, mir war irgendwie klar oder wichtig, dass wir möglichst in kleinem Team drehen, also weil es einfach eine sehr intime Situation ist. Und das heißt, ich habe gedreht mit dem Kameramann, mit dem ich schon mehrmals gearbeitet habe, und mit einem Tonmann. Und das war so der Hauptdreh, wo wir irgendwie so 5-6 Wochen mit ihnen unterwegs waren, verteilt auf 3 Etappen. Also sie sind irgendwie nach Griechenland. Wir sind mit ihnen zusammen mitgereist in einem zweiten Auto nach Griechenland und waren da eine Zeit und sind dann zurückgeflogen, haben da weiter Material gesichtet und solche Sachen und ihnen eine kurze Pause gegönnt und sind dann nach ein paar Wochen wieder dahin geflogen und mit ihnen weiter nach Albanien gereist. Und im Frühling drauf bin ich nochmal mit dem Kameramann alleine dann nach Sizilien gefahren und habe dann ich selber Ton gemacht. Wir haben so ein bisschen verschiedene Konstellationen ausprobiert und dann habe ich noch ein paar Wochen, bin ich zusätzlich, also länger geblieben oder früher gekommen oder auch noch ein Jahr vorher. Es gibt auch noch ein paar Szenen aus dem Jahr vorher, auch in Griechenland und glaube ich noch 1-2 Einstellungen aus Rumänien sogar. Und da habe ich vor allem aber diese Gespräche gefilmt. Ja. Ich gemerkt habe, dass diese Gespräche der Eltern mit mir irgendwie nochmal anders sind, dass wir anders miteinander sprechen, wenn ich das alleine mache. Genau. Aber so der Hauptdreh war eben zu dritt, mit Kameramann und Tonmann. Und dann hatten wir ein Auto, wir haben mal überlegt, auch einen Campingbus zu nehmen und haben gemerkt, dass das irgendwie zu umständlich ist, also weil wir so viele technische Sachen haben und guten Strom brauchen, um diese ganzen Akkus zu laden über Nacht und Hochplatten umzukopieren und so. Und das ist ja in diesen Ländern relativ einfach, also da kann man gut, recht spontan einfach eine Unterkunft dann finden oder so. Und das hat immer gepasst. Ja, das hat sehr gut gepasst. Und wir haben
manche Sachen wirklich ganz spontan sind. Wir einfach wussten wir nicht, wo wir abends übernachten werden. Und andere Sachen haben wir ein bisschen vorgeplant. Also es gab so 2-3 Orte, wo meine Eltern schon mal waren und immer wieder hinfahren. Und die hatten wir uns quasi vorher schon ausgeguckt. Mm. Ja, er meinte ja auch zu dem einen Mann, der auf dem Schiff gearbeitet hat, wir fahren hier jedes Jahr nach Griechenland. Ja. Das fand ich irgendwie auch cool, dass sie da echt so ihre Stammorte und Stamminseln wahrscheinlich schon haben, ne? Genau, also so Griechenland ist so der Klassiker, da waren sie, boah, ich weiß nicht wie oft, aber also ganz, ganz, ganz oft. Ich würde sagen, wahrscheinlich jedes Jahr oder fast jedes Jahr. Und dann gibt es halt noch so zusätzliche Orte, wo sie mehr dann auf Abenteuer sind, also jetzt eben Albanien oder Sizilien oder was jetzt im Film. Und letztes Jahr waren sie aber auch in Tunesien, also überall, wo man halt irgendwie noch hinkommt mit Fähren. Wow. Genau, und da gab es halt also einige Orte, die wir uns vorher quasi schon ausgesucht haben. Das ist so eine Mischung gewesen. Und genau. So, die haben wahrscheinlich mehr von Europa gesehen als einige andere. Ja, ganz sicher. Das ist ganz sicher. Davon kann man ausgehen. Wenn du jetzt so 1-2 Dinge aus dem Film zusammenfassen müsstest, die du dir wünschst, die der Zuschauer oder die Zuschauerin mitnimmt, was wäre das? Also ich finde, dass es ein Film ist, der, wie ich hoffe, viele Menschen auch auf sich wie selber zurückwerft. Also dass es gar nicht jetzt nur um diese beiden Menschen geht, sondern auch um eigene Fragen des Lebens und von Beziehungen und Frage nach Lebenswertem, ganz unabhängig davon, ob man jetzt krank ist oder nicht krank ist oder so. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich hoffe, dass es ein Film ist, der Mut macht und Hoffnung macht. Und das Schönste, was mir mal passiert ist, war tatsächlich eine Frau im Kino, die gesagt hat, sie sei selber, also nach dem Film, sie sei selber krank und manchmal möge sie nicht mehr. Und jetzt nach dem Film möchte sie weiterleben und auch verreisen. Und dann hat sie gestrahlt und dann dachte ich so, ja, das ist besser als jeder Preis. Also was kann man mehr wollen als das? Es gab mehrere Leute, die auch gesagt haben, dass sie MS haben im Kino und dass sie sich so wiedererkennen da drin und dass der ihnen auch Mut und Hoffnung macht, das ist natürlich etwas, was ich ganz toll finde, wenn das passiert. Ja, das denke ich auch bei meinem Blog so oft. Also ich denke mir, wenn nur eine oder zwei Personen da irgendwie was mitnehmen und sich davon beflügelt oder bestärkt oder ermutigt fühlen, ihren eigenen Träumen mehr nachzueifern, dann kann ich in Frieden gehen irgendwie. Dann habe ich echt alles erreicht. Und wenn auch nur eine Seele davon berührt wurde, denke ich mir, dann ist es genug. Und ich glaube, der Film, also mich hat er auf jeden Fall tief berührt, weil es einfach so ein wunderschöner Liebesfilm ist. Und vielleicht als abschließende Frage an dich würde mich interessieren, das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, aber was denn Liebe für dich bedeutet und was auch so Liebe im Alter für dich bedeutet und was das für dich ist, Liebe? Puh, das ist eine schwierige, eine wirklich große Frage. Also meinst du es lieber ganz allgemein oder einfach, ich weiß gar nicht, ob Liebe überhaupt in erster Linie davon abhängen muss, wie es dem anderen Partner geht. Also einfach, was es. Liebe hat für mich auch ganz viel damit zu tun, wie man in der Welt ist. Also mit Liebe zum Leben und zu den Dingen, die man tut und zu den hat auch nicht viel zu tun mit Perfektion oder einem vorgefertigten Bild, sondern mit sich einlassen, würde ich sagen, hat das ganz viel zu tun. Also auf Menschen oder auf Umstände, auf das, was ist. Boah. Das finde ich wunderschön. Liebe hat nichts mit Perfektion zu tun. Wunderschön. Toll. Danke. Ich muss länger drüber nachdenken, aber. Ja, das war. Ich habe mich auch gefragt, ob ich sie stellen, die Frage, aber ich dachte mir, das ist irgendwie. Da kann man so viel lernen von anderen
Menschen und irgendwie ja so viele neue Denkansätze auch erreicht. Und ich habe auch meine Community gefragt, quasi vor der Veröffentlichung dieses Podcasts, was für sie Liebe ist. Und deswegen wollte ich gerne auch wissen, was es für dich ist, liebe Fanny. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und hoffe, dass wir damit noch mehr Interesse wecken konnten, irgendwie sich aktiv mit Erkrankungen auseinanderzusetzen. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir uns am 23. Oktober sehen. Auch ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kommt am 23. Oktober ins Kino. Wirklich, das ist ein super, super ergreifender, wunderbarer Film. Bringt eure Freunde mit, eure Familien mit und lasst uns alle an dem Abend einfach eine wunderschöne Zeit verbringen. Dir noch ein ganz schönen Tag, liebe Fanny, und mach's gut. Ja, danke dir.